Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Erstmal sorry wegen gestern. Gestern hatte meine Freundin Geburtstag und leider hat Fallout Shelter nicht mehr in meinen Zeitplan gepasst, denn ich musste ihr Geschenk vorbereiten und da bin ich auf Probleme gestoßen und deswegen hat es länger gedauert. Naja, erstmal zack, zack und 3 Kiddies bitte. Okay. Verbessern wir halt den Scheiß. Zack. Die stolzen Eltern. Oh, Raymond Penner. Sehr schön. Der Raymond Penner. Der hat auch diesmal eine richtig gute Farbe bekommen, ne? Nicht so wie die anderen. Die anderen waren so blass. Der hat, glaube ich, viel mehr von meinen Genen abbekommen. Oh, finde ich gut. Er macht es mir echt nicht einfach, Leute. Ihr seid vor allem nur zu dritt. Nein. Und vor allem ist Evil noch nicht da. Apropos Evil. So, mal gucken. Der Evil ist Level 50. Juhu. Und er schenkt der Vault einige Sachen. Finde ich gut. Oh, ja. Ja, der Shop wird sich auf jeden Fall freuen. Ja, komm mal zurück, Evil. Unser kleiner Shop-Befüller. So. Die anderen warten. Bashar. Du kommst mal zurück. Du wirst auch umbenannt. Julian. Kommt doch mal zurück. Oh, nichts Großartiges. Gut, die kriegen jetzt hier aufs Maul. Und dann ist Ruhe. Hosenkobold. Den Kobold zurück. Die machen ganz schön Schaden, ey. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir sind ja nicht im Überlebensmodus. Deswegen ist mir das eigentlich egal. Hattest du schon immer den komischen Outfit? Ich glaube nicht. Du hast vorher das hier getragen, ne? Oh, Glückwunsch, reiner Zufall. Noch mehr Kram für dich. So, keiner von meinen Leuten umgefallen, ne? Finde ich gut. Cynthia Walker. Okay, dann haben wir Yessin. Du hast auch was Neues bekommen. Professorin-Outfit. Ich denke mal, du hast vorher sowas getragen. Das sehe ich zum ersten Mal bei dir. Dann bekommst du den natürlich. Plus ein Superkleber. Dann haben wir Mrs. X. Ja gut, du hast nicht viel mitgebracht. Hast ja auch nicht viel. Na gut, na gut. Mehr Kinder bitte. Hello? Achso, Intelligenzbestie. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Hello ist doch nichts Besonderes. So, und dann haben wir hier Barbara. Oh, welche nette Farbe habt ihr denn da zusammen gemacht? Das ist... Ich sag's jetzt mal nicht, welche Farbe das ist. So. Kann man im nuklearen Winter eine Schneeballschlacht machen? Ja, wenn du danach sterben willst. Mir das bestimmt. So. Zack. Und du bist Jason. Jason, komm mal hier rein. Alles klar, gib mir Krokorken. Ich werde sie jetzt gut gebrauchen können. Und dann geht ihr arbeiten. Und zweimal da. Und einmal da. Und nun, jetzt wo wir 55 Bewohner haben. Kaboom! Sind wir wieder so weit weg von den 50.000. Hä? Was? Junge, ich will da... Was? Hallo? Spiel? Was war denn das jetzt bitte? Als wäre ich irgendwie vom Teufel besessen oder so. Alle ja, alles klar, alles klar. Was machen wir jetzt? Wo packen wir... Okay, wir nehmen mal hier... Euch, lieben Mädels... Aber ich werde das alles mal entfernt. Ein Ninja-Outfit bekommt ihr natürlich. Oder habt ihr schon bekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da bin ich stehen geblieben. Oh, Bademeister-Outfit. Nice. Rostiges Gleisgewehr. Verbesserter Institutspullover. Ich habe ein paar Sachen bekommen. Okay, Bill, jetzt gehen wir ganz kurz rein. Machen wir kurz eine Modeschau. Wir gucken uns mal an, was es Neues zu holen gibt. So, dann haben wir hier oben... Maskulin der Deadline. Hey... Der fehlt doch noch einer. Fallout Boy, stimmt. Wo ist der Kollege jetzt eigentlich hin?
Bist du voll, Lotboy? Ja, ich wusste es doch. So, du bist jetzt auf A6. Das heißt, wir haben es geschafft. Oder ist das P? Nein, oh, ich dachte schon. So, gehen wir da hoch. Oh, maximal. Tauschen wir aus. Okay, nice. Dann haben wir euch alle geschafft. Und ihr, wenn ihr jetzt fit seid, ja, das sieht gut aus, dann schicken wir euch nachher los. Oh, eine maximale Intelligenzbestie. Ja, endlich. Endlich mal. Ah, okay. So. Schauen wir hier mal rein. 50er Kleid. Okay, überall eins. Adlersoutfit. Adelsoutfit, nicht Adlers. Bademeister. Geistlichen. Gelehrten. Greaser. Horrorfan. Ihr Greaser-Outfit, das wolltet ihr doch. Er wollte auch so ganz viel davon herstellen. Hier, 441. Gar nicht mal so teuer. Na gut, Braminleder. Horrorfan-Outfit. Nachkriegs-Casanova. Ödlandarzt. Ritterrüstung. Robuste Lederrüstung. Die irgendwie genauso aussieht wie die Ritterrüstung. Robuste Raiderrüstung. Sci-Fan-Outfit. Sports-Fan-Outfit. Techniker-Outfit. Verbesserter Institutspullover. Verbesserter Overall. Verbesserter Pilotenanzug. So, Filmfan-Outfit. P4L1. Ist auch nicht schlecht. So, wo sind jetzt meine neuen Kleidungsstücke, die ich hatte? Da, Jailhouse Rocker. Da, das ist neu. E1, C4, A1. Okay, gut. Ist okay. Legion Prime Armor. S2, E2, A1. Legion Recruit Armor. S1, E1, A1. Ah, da, ihr könnt die Legion aufmachen, Leute. So, was haben wir hier noch? Ah, die NCR. RNK heißt das, glaube ich, auf Deutsch, ne? Die RNK ist auch dabei. Mit Reinforcer Armor und Trooper Armor. Das geht eigentlich sogar. So, welche Fraktion haben wir noch? Welche Fraktion hatten wir noch? Schulmeisterin. Ja. Da. Normal. Die sind sogar normal drin. Hätten wir es da nicht vorher schon sehen können? Okay, gehen wir mal auf selten. Dann sehen wir auch die Fraktion. Was? Zwei Fraktionen habe ich hinzugefügt? Ja, ich hätte schwören können, da kamen viel mehr Outfits. Aber wahrscheinlich legendäre. Na gut. Legion und RNK. Die sind neu. Aber ich hätte schwören können, da war noch mehr. Trackstar, Kopfgeldjäger. Ich hätte schwören können, ich hatte noch mehr Funktionen. Naja. Ich. Wir haben die hier immer noch nicht gefunden. Nee, ich brauche die. Ja, gucken wir mal später bei Legendär vorbei. Da werden wahrscheinlich auch noch welche dabei sein. Hoffe ich zumindest. Naja, okay. Oder ich gucke wirklich nochmal bei Normal, solange wir angegriffen werden. Also durch Nummer 5. Nummer 5 lebt. Das weiß ich ganz genau. Ach ja, ich kann nicht gucken, solange ich angegriffen werde, ne? Dankeschön. Jetzt juckt's mich aber in den Fingern. Hier, normal. Bei RNK waren wir stehen geblieben. Schulmeisterin. Oh, Promine. Tatsächlich. Aber es wundert mich, dass die vorher nicht drin waren. Ich habe doch extra hier reingeguckt. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir noch mehr freigeschaltet, wenn wir auf 90 Bewohner gehen. Naja, das sind auf jeden Fall die neuen Outfits. Ich würde sagen, das ist schon klasse. Und jetzt kommt Bruder. Bruder. Sind alle eigentlich schon lebendig? Ich glaube schon, ne? Ja. Bruder, Bruder, Bruder. Wo bist du nur? Ich finde die nie, ey. Ah. Bruder da. Kaffeepause. So, Bruder möchte sein E auf 9 und 10 trainieren. Ne? Das heißt, du gehst mal direkt hier hin und dann ziehen wir das Geld ab.
Wieso bist du überhaupt weiß? Wieso war. Hä? Achso, weil du sonst schwarz bist. Und schwarz auf schwarz geht anscheinend nicht. Deswegen wurdest du weiß markiert. Seltsam. Na gut. Aber in die Sporthalle und dann ziehen wir das Geld ab. Neunhundert, wir beginnen. So. Und jetzt kannst du da 16 Stunden lang trainieren. 16 Stunden, alter Schwede. So, Lero. Den ganzen Kram brauchen wir nicht. So, Monkey Sass. Eine Schaufel und ein Teddy für dich. Baxi. Das hattest du ja vorher an, ne? Ein verbesserter Urwurf für dich, eine Schaufel für dich. Und da kommt Evil. Oh, verbesserter Institutspullover. Also ich wollte gerade sagen, die hatten wir doch schon. Plötzlich bekommen wir innerhalb einer Folge zwei Sachen gleichzeitig. Jetzt muss ich euch hier nur irgendwie rausfiltern. Kara, zurück. Bei Fuß. Joshua, du auch. So, läuft hier noch jemand amok? Ich meine, in der Kaffeepause. Baxi. Cynthia Brooks. Da. Dich wollte ich im Shop hinzufügen. Allerdings, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, fehlten mir die Werte. Deswegen habe ich sie noch nicht reingemacht. Dann kommt sie nämlich morgen früh in den Shop. Das heißt, wenn die morgen von der Schule kommt, BAM, ist sie drin. Wollte ich nur mal erwähnen. Jetzt habe ich nämlich endlich die Werte. Und die Klamotten gehören übrigens mir. Das sind meine. Zieh dich aus. P2A2L1. Okay. So, dann haben wir hier Monkey Sass. Du gehst auch mal dahin. Sehr schön. Was habe ich in meinen Notizen noch zu stehen? Also. Nehmen wir von den Kronk. Achso, das ist schon ein bisschen länger her schon. Meine Waffen taucht ja nicht. Okay, das habe ich auch schon erledigt. Hast du eigentlich schon wegen. Ja, habe ich auch schon. Das muss ich noch machen. Das habe ich auch schon. Das auch. Das noch nicht. Okay, gut. Notizen. Soweit clear. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich eigentlich. Ach, genau. Mit dem Hosenkobold hatten wir noch was vor, ne? Dem. Der ist immer noch nicht zurück. Nee, das ist doch die Kleidung. Doch, doch. Die Kleidung haben wir auch schon erledigt. Ich hätte schwören können, wir haben es noch nicht gemacht. Ja, gut. Cool. Dann schicken wir jetzt alle nur raus. Und dann freuen wir uns einen Keks. Also alle, die rauskommen. Mangis, das ist schon wieder fast fit. So, Joshua. Gehen wir mal kurz auf Stims. So. Ah, Monkey, hast du hier mit 3 Stims ein Red? Hast du das eigentlich? Habe ich das schon gemacht? Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich mal gucken, wenn ich fertig bin. Okay, Joshua. Dann geh du mal raus. Dann haben wir Tywin Lannister. Obwohl. Wir sollten zuerst mit der Quest weitermachen, ne? Wir haben nämlich Deadline haben wir durch, ne? Dann haben wir ja. Ja, haben wir durch. Pyro? Ah, ne, haben wir nicht. Wir stehen da ja noch. Stehen da ja noch. Oh. Stimmt. Oh Gott, ich trau mich gar nicht. Oh je. Deadline. Fallout Boy. War das Pasqualina? Ja. Und Pasqualina. Und Stims und Reds, nehmen Sie mit. Alles. Alles klar. Gut.
Leute, schreibt nicht nur einfach alles. Sondern schreibt einfach genau die Anzahl hin, weil dann muss ich nicht extra in euren Inventar gucken und gucken, was ihr habt. 25, 14. Wieso hast du schon wieder 25? Hattest du nicht 24? Oder hast du den einzigen... Der Sack hat bestimmt den einzigen gekauft, den es gab am Wochenende. Na gut, gehen wir raus. Leute, wir machen das mal ganz spannend. Und zwar werden wir in der Folge morgen... mich durchnehmen. Also richtig durchnehmen. Denn ich mache morgen die Spielshow Feuerprobe. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Höchstwahrscheinlich werde ich sterben. Also mit Garantie. Ich bezweifle mir nicht stark, dass ich das hinbekomme. Ich arme kleine Wurst. Leute, haut rein. Euer Zero. Tschüss.